It's Tooltime. So, heute mal wieder das tolle Studio mit Füßen und Hund drauf, aber egal. Und ja, fangen wir mal mit dem großen Karton diesmal an. Ihr seid so weit weg, sehe ich gerade. Naja. Ja, da weiß ich jetzt wirklich nicht, was drin ist, aber das kennt ihr ja schon von mir. Ja, interessant eingepackt. Macht man das ja auf. So. Das bei dir, da guckst du wieder. Du denkst wieder, das Froh liegt drin oder sowas. Ach. Ja, das war mal ein Probekauf. Ist ja der Hammer. Och, wie süß ist die denn? Ja, ein Probekauf ist das gewesen. Und zwar ist eine Ente, wie soll man sagen, umfunktioniert worden zum Schwimmerventil. Und jetzt muss für den Teich muss halt eine neue kleine Ente dabei. Die ist auch gut gezeichnet, also da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Ne? Ja, Spikey, das ist was für dich, ne? Nein, nicht da reinbeißen. Lass das, das ist nichts zum Essen, die ist schon tot. Ja, gut, Ente, gut, alles gut. Geh mal weg, Dicker, ich muss doch mal weitermachen hier. Ja, gut. Ist jetzt nichts Spektakuläres, aber immerhin. Die kostete so knapp 5 Euro und ja, was soll man dazu sagen, ne? Eine spinnende Gummiente, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, die ist klasse. So, da werde ich wahrscheinlich noch eine bestellen, weil ich wollte mal zwei haben. So, jetzt, da machen wir wirklich rückwärts, machen wir halt die größeren Kartons genau auf. Seid ihr da auch drauf? Ja. Dicker, pass auf, sonst hast du vielleicht keine Nase mehr. Du, wie ein Vogel. Geh doch mal da weg. Ich kann doch gar nicht hier aufschneiden. Schon die Lippe da an. Jetzt mal wieder ganz konfus aufgerissen. Hier alles scheiß drauf. Da sehe ich schon eine Rechnung. Die ziehe ich mal hinter raus. Zack, weg damit. Aber das ist ja mal sehr übersichtlich. Ihr seht wahrscheinlich gar nichts hier, ne? Weiß ich gar nicht. Ich bastel ja ein bisschen. So, was haben wir denn da Schönes? Und zwar ist das aus dem Skaterladen. Habt das drauf? Ja, und zwar sind das hier von den Lenkungen die Gummis. Und das sind jetzt mal die Hatten, die super Hatten sogar. Ja, und noch einen geilen Aufkleber. Haben sie dabei gegeben? Ja, jetzt schießt du mir noch mein Entchen hier ab. So, jetzt wollte ich doch mal hier reingucken. Ja. Weil das ist immer schwierig. Die schreiben da mal wegen 95a. Und dann hast du rote, da steht auch 95a. Und dann schreiben sie dabei mittel statt hart. Oh ja. Ich führe, ich merke schon, sind sehr gut. Und dann noch hier halt die Unterlegscheibe. Der frisst mir gleich meine Dichtung weg. Meine. Ah, Spikey, du bist süß. Wir haben aber noch ein Ding, ne? Wir kommen gleich dazu. Das reißt mal Spikys Nase auseinander. Müssen wir mitmachen, ne? Du bist ja auch ein Hütehund, ne? Wir müssen mal ein paar Schafe kaufen, dass du auch mal dich austoben kannst dabei. Oh, hohe Kräfte sind nur Walten. Nee, aber das ist auch nicht zum Auffuttern. Ja. Was haben wir da? Wieder ein Aufkleber. Dass ich es richtig rummache. Wo Wimper? Da. Von einer anderen Firma. Und zwar, das sind jetzt die Gummis, weil das sind verschiedene. Ich brauche also für vorne brauche ich an für sich die konischen. Nur die konischen. Deswegen muss ich zweimal kaufen. Und für hinten brauche ich einmal dieses. Ja, zylinderförmiges und das konische. Und das hat einen anderen Härtegrad. Das ist jetzt nur hart. Das ist super hart. Und jetzt zeige ich euch, wenn der Hund da mal weggehen würde, wofür das ist. Geh mal, Spikey. Ja, so ist lieb. So, für mein neues Skateboard. Tada! So rum. Ja, das ist mal ein richtig geiles Ding. Ja, kommt's drauf.
Ich muss ja ein bisschen mit der Kamera jonglieren. So, ich fahre mal durchs Bild, hätte ich jetzt fast gesagt. Oh, passt nicht, muss hier unten rum. Ja, so, ich mach mal so hin. Ja, ist das ein geiles Ding. So, und das hat ein Bewandtnis. Das ist also ein Surf-Skateboard. Und man kennt das, also die Skateboardfahrer wissen ja, dass wenn die Schrauben für die Lenkung und so, die sind in der Mitte vom Brett, also die zeigen zur Mitte. Und die vordere Lenkung auch normalerweise hier. Ist aber nicht so. Wie bei den Longboards ist das, glaube ich, auch so, sind die fest, also diese Schrauben vorne raus. Und das hat ein Bewandtnis dann, dass man mit ziemlich weich eingestellt ist und man kann dann richtig surfen. Also wenn man in der Straße sich in eine Kurven lehnt, kann man immer so hin und her fahren, also diese Surfbewegung nachmachen. Und dann hat man auch automatisch eine Vorwärtsbewegung. Man muss nicht immer paddeln mit einem Bein, wie das welche machen, muss ich sowieso nicht. Ich mache das schon seit Urzeiten. Und zwar seitdem ich fast 7 Jahre alt war, habe ich angefangen mit Skateboardfahren. Und ich bin aber Downhill-Fahrer, überwiegend Downhill. Also Halfpipe und sowas mache ich zwar auch, aber ich bin Downhill-Fahrer. Das hat auch seine Bewandtnis. Könnt ihr ja mal googeln. Gerade in Amerika, liegend irgendwo runterbrettern. Ich mache das alles im Stehen und ohne Helm und Schoner. Ne? Und bei, ich glaube, über 30 Knochenbrüche. Und ja, dann habe ich irgendwann aufgehört zu zählen, aber ich habe nie das Skateboardfahren angegeben. Das ist meine Leidenschaft, unter anderem, wie viele andere Sachen auch. Und ja, ich bin dann hinten drauf auf dem Brett, deswegen brauche ich es hinten ziemlich hart. Und auch, weil ich Berg runterfahre, dass das nicht anfängt zu schwimmen, dann fängt das zu eiern an und das haut dir dann die Beine weg, brauche ich es vorne auch ziemlich feste. Und dann hebe ich das Brett in den Kurven einfach an und tipple da rum. Und ich kann auch hin und her machen, so mit vorne annehmen. Und kann dann jeden Berg mit hochfahren. Und ja, das ist natürlich für dieses Brett ein bisschen schade, weil das ist ja ein Surfbrett. Und ich werde es erstmal weich fahren mit diesen weichen Gummis. Und wenn ich dann Bock habe, irgendwie Berge runterzufahren, dann werde ich dann die harten einbauen. Die habe ich mir auch vorsichtshalber gekauft. Das ist selber noch ein Frosch im Hals. So, und wenn man jetzt die Rollen hier mal durchliest, was draufsteht, dass das Original Board ist, aber ich bin glaube ich zu schnell, ne? Von 1969. Ne? Ja. Die Rollen fand ich auch klasse. Die waren schon angeraut, sonst muss man die ein bisschen angeraut fahren über die Steine, dass man nicht so wegrutscht auf glatten Untergrund. Die waren schon per se angeraut, ohne Haar mit drin. Die Lager sind glaube ich auch okay. ABEC 10 fahre ich normalerweise in meinem anderen Brett. Und was das hier ist, das habe ich noch nicht erkennen können. Da steht zwar was drauf, aber nicht, was das für eine ja, Güteklasse der Lager ist. Umso höher die Zahl, umso mehr gleiten tut das. Ne? Ja. So, und dann kann man bei dem Brett noch die Stufen hier verstellen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Hier, da sind mehrere Löcher drin. Da sind auch so 6 Löcher drin. Das heißt, man kann das Ganze nach vorne oder nach in die Mitte holen. Ich habe es mir ein bisschen verstellt. Und zwar habe ich es mir hinten ein bisschen nach in die Mitte reingezogen, weil ich dann mehr habe, auf die Kante rumzufahren. Jetzt habe ich aber lange gelabert. Ach, der Hund liegt schon wieder da unten. Wo soll ich denn mit dem Brett hin? Ne? Ja, dann mache ich halt so zu Ende mit dem Hund unten drunter. Pillemann-Ente, die harten Teile, schön mit. Ja, man glaubt gar nicht, das kostet schon ein paar Mark, diese Teile, aber das soll zum Wert, ich glaube, das hat 15 Euro gekostet allein. Ne? Das Brett war ein wenig teurer. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Hier habe ich mir eine Linie drauf gezogen, dass man nicht übertritt und. Ich glaube, ich mache noch mal ein Skateboard-Video, habe ich noch gar nicht gemacht. Und dann filmen wir mal schick, wie ich mich aufs Restbrett lege. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Aus die Maus. Ja, bis zum nächsten Mal. Ding, 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 bei unseren lustigen Enten am Boxing, hätte ich fast gesagt. Tschee, war.